Jo, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Victorinox Taschenmesser Kurzausgabe. Ihr seht es hier schon auf dem Tisch. Hier liegen ein paar schöne Victorinox Modelle. Jetzt hier mal als Ausnahmemodell ein von Cuscadi überarbeitetes Soldatenmesser. Das kennt man ja schon. Aber was hier wirklich mir immer ganz gut gefällt, sind diese praktischen Werkzeugmesser von Victorinox. Und da habe ich mir jetzt mal noch das zweite Modell besorgt, was ich hier eigentlich gern so zusammen haben wollte. Hier aus der kleinen 91 mm Serie ist ja mein absolutes Lieblingsmodell der Deluxe Tinker. Und warum? Weil das halt noch das kleinste Modell ist, das über die beiden Werkzeuge verfügt, die ich halt so im Job immer brauche. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Was ich halt brauche, ist ein Kreuzschlitz und eine Zange. Das kommt sehr oft vor, dass man die mal geschwind notfallmäßig braucht. Und da ist es natürlich dann immer klasse, wenn man einfach in die Hosentasche greift und hat einen Kreuzschlitz und eine Zange dabei. Oftmals für irgendwelche festsitzenden Stecker oder ganz kleine, wo man gar nicht hinkommt, ohne Fingernägel irgendwo in den Computern drinnen. Bis man dann wieder zurückgelatscht ist und hat sich sein Werkzeug holt oder so, ist es nie schlecht, wenn man einfach in die Hosentasche greift und hat alles parat dabei. Das ist natürlich die super Kompaktausführung. Deluxe Tinker, alles dran, was man braucht. Das Modell hat jetzt halt nicht die Säge noch dabei, sondern die Schere auf einem weiteren Layer, sonst die beiden üblichen Verdächtiger und die Klinge. Aber hier anstatt Korkenzieher der Kreuzschlitz. Das ist also Liebling Nummer 1 aus der kleinen Serie. Und dann habe ich mir jetzt mal das passende Modell sozusagen aus der großen 111 mm Serie besorgt mit Feststellklinge. Und währenddessen, da gibt es ja zwei Versionen bei Victorinox. Die einen, die über diesen Linkshand-Liner-Lock verfügen, der die Klinge hier so eine Sperrplatine drin hat. Gibt es noch die Modelle mit dem integrierten Lock, der hier mit einem Bolzen die Klinge verriegelt. Und da gibt es ja diverse Modelle in dieser Größe mit dieser Klingenverriegelung hier. Ich hatte ja schon mal den Work Champ, aber das ist ja ein riesenbreiter, schwerer Öschi, der sich wirklich so nackig in der Hosentasche nicht mehr komfortabel tragen ließ. Das ist dann schon eher was für die Gürteltasche oder für den Rucksack gewesen. Aber hier dieses kleine Modell im Drei-Layer-Aufbau habe ich mir jetzt besorgt. Das ist sozusagen von der 111 mm Klasse das kleinste Modell oder das Modell mit den wenigsten Werkzeugen, das eben noch über die beiden von mir benötigten Werkzeuge, nämlich Kreuzschlitz und kleine Zange, verfügt. Das ist das Modell Atlas. Das hat dann noch wieder hier die beiden üblichen Verdächtigen, in dem Fall mit der Holzsäge auf einem Layer. Auf dem zweiten Layer liegt die Zange und der Kreuzschlitz und auf dem letzten Layer alleine die große verriegelte, über Nagelrille zweihändig zu bedienende große Messerklinge. Diese Ausführung kommt nicht mit den hochglanzglatten Schalen, sondern in diese Ökoschalen, diese dunkelroten, aufgeraute Oberfläche. Finde ich ganz gut. Verkratzt nicht so schnell hier auf den glatten Dingern, da sieht man auch wirklich nachher jeder Kratzer da drauf, ne, hier. Und ein richtig guter, leichter Arbeiter noch. Und wie gesagt, für mich mit den beiden interessanten Werkzeugen Zange und Kreuzschlitz. Ich transportiere es mit der Taschenmesserklammer direkt rechte Hosentasche oben eingeklippt. Feine Sache. Da hier der Kreuzschlitz innen verbaut ist, hat der hier außen den Korkenzieher. Ist dann nicht schlecht für Feierabend, ne? Freitagabend. Juhu, die Waldfee. Jawohl, das ist das Modell 09033 Atlas. Und ja, Taschenmessermarkt ist gerade stark in Bewegung. Man sieht gerade bei Wenger-Modellen, eigentlich sollten die Preise steigen, da hier die Modelle bald vom Markt verschwinden, Nachfrage da ist und die Modelle weniger werden. Aber seit große Internetgiganten den Onlinehandel dominieren, gelten da keine Gesetze der Marktwirtschaft mehr. Ich verfolge gerade drastisch sinkende Preise von Wenger. Habe ich natürlich gleich mal die Gelegenheit genutzt, um den Unternehmen beim Räumen ihrer Lager zu helfen und habe da gleich mal noch ein paar Wenger-Taschenmesser bestellt. Die werden also mal in den nächsten Tagen aufschlagen.
weil die gibt es nicht mehr lang und gerade die Holzmodelle sind ja wunderschöne Wengermesser. Aber hier noch zum Victorinox Atlas mit einer wirklich gut gelösten, nicht störenden oder auffälligen Verriegelung. Anders wie dieser serienmäßige Linkshand-Sperrplatine, die hier auch noch ein bisschen rausguckt, ist hier diese Version wirklich super gut gelöst. Machen wir mal ein kleiner Gewichtsvergleich, wo die hier so liegen. Das hat sogar nur eine mehr zwei Layer Ausführung. Hier teilt sich die Klinge und die Säge in Layer und hier die beiden üblichen Verdächtigen, ne, auf der anderen Seite der Sperrplatine. Ja, man sieht es immer hier, ne, wie viel Zwischenräume, wie viel Layern das Messer besteht. So bauen sie die auf. Sandwich-Verfahren, während es hier beim Soldatenmesser eigentlich kein richtiger Layer dazwischen ist, sondern dieser einzige vorhandene Layer hier ist die Sperrplatine, die oben und unten, oben die Klinge, unten der Kapselheber arretiert. Schauen wir mal Gewicht an. Also sowas ist ja ein Messer permanent für die Hosentasche. Da haben wir zum Beispiel hier bei der kleinen Ausführung der Deluxe Tinker. Kommt mit 122 Gramm und das Atlas Modell 152 Gramm. Okay, hier ist noch eine Kydex mit 2 Gramm dabei, ne? Also so 150 Gramm hat man hier doch schon an das Soldatenmesser im Umbau. Oh, 150, ja, die wiegen gleich viel, die Modelle. 150 Gramm ist noch okay. Ohne was in der Hosentasche rutscht es natürlich nach unten, stellt sich immer jedes Mal quer. Da wäre das Ding schon zu groß und zu störend, aber hier über die Taschenmesserklammer sitzen diese 150 Gramm ziemlich weit oben in der Jeanshosentasche. Das merkt man eigentlich gar nicht. Aber schöner Arbeiter. Wichtige Werkzeuge sind vorhanden. Ohne Schnickschnack. Die Zangen, der Unterschied ist, sie sind gleich groß, aber in den 111 mm Modellen bekommen die Zangen eine Nagelrille, weil die ja hier mittendrin verschwinden und der Platz auf der anderen Seite noch genutzt wird für den Kreuzschlitz, währenddessen bei den 91 mm Modellen die Zange so weit bis übers Ende hinausragt, dass man hier mit dem Fingernagel unter den Zangenkopf kann, um es herauszuheben. Deshalb haben wir eigentlich die gleichen Werkzeuge in den 91er Modelle keine Nagelrille, während das sie in den 111 mm Modellen eine Nagelrille bekommen. Aber okay, mit einer Multitool-Zange von einem Leatherman oder einem Swiss-Tool können diese Zangen nicht mithalten. Aber wenn man irgendwo einen verdammt festsitzenden Paracord-Knoten hat oder irgendwelche festsitzenden kleinen Stecker oder Bauteile oder man kommt nicht richtig hin mit den Fingern, dann ist selbst so eine kleine Zange Gold wert. Und ich habe mit den Zangen schon Sachen aufgekriegt, die würdest du mit den Fingern, mit den Fingerspitzen oder mit den Fingernägeln niemals aufkriegen. Und da ist selbst so eine einfache kleine Zange sehr, sehr hilfreiches Mittel. Und möchte ich eigentlich nicht mehr missen, eine Zange. Also entweder ich habe mindestens ein Taschenmesser dabei, das über eine Zange verfügt, oder ich habe in meinem Gepäck meistens immer ein Leatherman liegt da noch liegen, weil ohne Kreuzschlitz und Zänkchen gehe ich nicht auf Arbeit. Und auch privat kann man sowas immer gut gebrauchen. Ein Werkzeugmesser ist viel wert. Und bevor ich dann nur irgendwie ein Taschenmesser mit einer Klinge mitnehme oder ein Fixblade, habe ich mit Sicherheit immer irgendwo noch im Gepäck entweder ein Multitool, Leatherman in dem Fall, das Juicy S2 oder das Leatherman Wave oder noch irgendwo ein Schweizer Messer, das noch über ein paar kleine Werkzeuge verfügt. Jo, in dem Fall heute das Atlas bekommt von mir ganz klar eine Empfehlung, vor allem gerade bei den Preisen, wo die Dinger gehandelt werden. Ich meine, mit dieser Ausführung in dieser Größe für 32 Euro inklusive Versand. Das ist natürlich
Wir haben überlegt, der kleine Deluxe Tinker hat, glaube ich, 36 gekostet. Und das Atlas, im Moment wird es für 32 Euro gehandelt mit Versand. Das sind schon günstige Preise, genau wie die Wenger-Modelle. Die sind gerade im Sturzflug, was die Preise angeht. Ich verstehe das auch nicht, aber mir soll es recht sein. Ich habe mir nochmal günstig zwei Wenger-Messer bestellt und auch für einen Kollegen gleich noch eins mitbestellen müssen. Also da wird es in dieser Woche vielleicht, wenn ich Glück habe, nochmal zwei schöne Wenger-Messerchen geben. Und ich glaube, diese Preise sehen wir nicht mehr gleich wieder. Und vor allem, wenn die Markenauflösung von Wenger erstmal diesen Sommer über die Bühne gegangen ist, dann wird im Herbst auch keine neuen Wenger-Modelle mehr in den Markt finden, sondern es wird da noch ein paar Restposten geben, die früher oder später auch abverkauft sind. Und was es dann bedeutet, das sehen wir gerade am Paramilitary 2, das weltweit irgendwie nicht mehr verfügbar ist. Keine Ahnung, ob Spyderco inzwischen das aufgekündigt hat, aber habe ich mir gedacht, bevor mir das bei den Wenger Woods Modellen passiert, besorge ich mir da lieber nochmal zwei. Dann muss ich später nicht hinterherrennen oder mir auf dem Gebrauchtmarkt welche suchen. Also Leute, bleibt gesund, haltet eure Taschenmesser stets griffbereit. Gerade hier diese tollen Victorinox und Wenger Modelle mit dem Zubehör Zange und Kreuzschlitz. Eine ganz tolle Erweiterung. So toll die Säge auch ist, aber ich sag mal, die braucht man wahrscheinlich nicht so oft wie ein Kreuzschlitz. Es sei denn, man ist, hat das Messer nur dabei, wenn man in den Wald geht, dann ist natürlich ein Modell mit Säge interessanter, aber sonst kann im Alltag so ein Deluxe-Tinker mit normalem Schraubendreher und Kreuzschlitz und Zänkchen ein echt sinnvoller Begleiter sein. Also Leute, schlagt zu, solange es das Zeug noch so günstig gibt. Bleibt gesund, wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal beim Hillbilly zu den Wenger Modellen mit Holzgriffschalen, die hoffentlich demnächst noch aufschlagen, bevor sie ausverkauft sind. Also, fährt die Leute.